Oh, der Donutwagen. Lass mich da. Nein. Da, du Arsch. Bagel. Man. Ja, cool. Bagel Man hat's drauf. Ja, also, oben da kommen schon die ersten großen Gebäude. Schau an. Geschwendenhausen wächst. Es ist schon fast größer als das Original. Oh, und ich sehe gerade, in 8 Tagen ist Weihnachten. In dem Spiel jetzt, nicht in RL. Ja, also die Stadt wächst. Müssen wir bald schon fast die Straßenkapazität erhöhen. Das heißt, dass wir fettere Straßen machen wohl. Naja, ich weiß nicht, ob das noch so gescheit ist. Da es eh gerade am Geld mangelt. Und ja, wir brauchen mehr ausgebildete Arbeiter. Okay. Ja, tut mir leid, ich hab keine 24.000. Ach, weißt was? Scheiß drauf, einfach. Ja, jetzt könnten wir halt wirklich in finanzielle Probleme geraten. Aber uns gehen ja die ganzen Geschäfte auch noch ein, wenn wir die Schulen nicht bauen. Dahin so. Ja, scheiß drauf. Ja, freut euch und werdet weniger rot, bitte. Das würde mich sehr freuen. Oh, Strom. Nein, es kommt das Problem auch noch. Eieieiei. Okay, nein, der Strom reicht noch. Zum Glück, Alter, sonst... Pff. Noch mehr Probleme kann ich da nicht aushalten, du. es benutzt wieder den Kreisverkehr. Oh, ist das Bagelman? Nein, das ist der normale Donutwagen. Das haben wir, der Hotdog-Kleinbus, ja. Der ist out of Strom hier. Ja, ist nicht mein Problem, wenn man die Miete nicht bezahlt, ernsthaft. Oje. Wir brauchen einfach mehr Bildung, ist das Problem. Universität, dafür brauchen wir 6500 Bevölkerung noch. Ja, wohl oder übel, es hilft nichts, oder? Ja, es hilft einfach nichts, tut mir leid. Jetzt sind die halt alle sau angefressen. Okay, ja, 15% muss man jetzt auch nicht machen, machen wir 12. So, machen wir bei allem 3,12. So. Oder... Ja, halt's mal. So. Wir brauchen einfach Kohle und da drüben geht uns der Strom aus. Das ist natürlich ganz toll. Ach, Kacke. Seine Windturbine können wir doch nicht irgendwo in die Stadt stellen. Wie viel kostet noch? Alter, 19.000. Kacke. Ja, jetzt brauchen wir Bildung und Strom. Das ist natürlich beides äußerst ungut. Leitungswasser, delicious. Ja, und jetzt gehen uns die ganzen Gebäude ein, weil die Leute einfach zu dämlich sind, um Sachen zu verkaufen. Das muss man einfach mal sagen. Mit du irgendwo bei Burger King so einen scheiß Burger verkaufen kannst, brauchst du eine Universitätsausbildung, ja. Im Normalbetrieb, 4 von 6 Arbeitern. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, dann lest doch die Bild-Zeitung. Ich bin so lustig, ja. Oje. Die Lage eskaliert. Oh, wassertechnisch, da oben. Na, wie bekomme ich Strom? Ich meine, ich könnte jetzt notfallsweise ein Windrad hinbauen, nur ich weiß nicht, ob das so viel bringt. 7, 8 Megawatt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Boomende Kleinstadt. Transport, einzigartige Gebäude, Bus, Erzindustrie, Spezial, Recycling und Freizeitnutzung. Okay, und weiter noch. Ein Haufen Straßen, Busbahnhof, was ist das?
Die neueste Technologie könne zu Platzsparnis fortschrittlicher Windturbinen und Wasserbetriebe, bla 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 bla. Und das ist ja gut. Friedhof. So, fortschrittliche Windturbine. Wie kostet das? 12.000. Oh, wir haben genug Geld für ein Kraftwerk, ein weiteres. Wie viel produziert das? Verschmutzung 50. Auslastung 40 Megawatt. Das produziert 0 bis 20. Ja, kommt auf den Wind drauf an. 0 bis 8. Ja, die sicherste Variante wird das wahrscheinlich sein. Hm. Auch wenn ich nicht so viel von den Dingern haben möchte eigentlich. Aber ich glaube, mitten im Wald wird es schon nicht so schlimm sein. So, jetzt dürften wir das Stromproblem auch gelöst haben. Oder? Ja, Gott sei Dank. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, auch genug Geld für die nächste Hochschule. So, wo haben wir denn die meisten von den Dingen? Da, also werden wir da die Hochschule hinbauen irgendwo. Oder die Oberschule. Oder brauchen wir nur eine Grundschule? Nö, Grundschulen technisch passt. Nur von dem brauchen wir viel, viel mehr. Boah, warum sind unsere Leute so dämlich? Sollen gefährlichst was lernen, die Deppen. Wow, es hilft so viel. Es bringt so wahnsinnig viel. So, das ist das Gymnasiast. Assad, nein, nicht Assad, Avidan. Gymnasiast. Hm. Oh, was kommt denn da? Fettes in Alter. Hoho. Wir haben schon die ersten mehr oder weniger höheren Gebäude in unserer kleinen Stadt. Ah, ein Burger King. Immer alle nur bei Mc's und Burger King. Oh je. Verlassen. Mhm. Das ist natürlich nicht so toll. Boah, wir brauchen mehr Bildung, aber ich kann doch nicht noch eine Schule bauen. 24.000 kostet das jedes Mal, Leute. Boot, Zug, Flugzeug, kann man alles machen. Ja, sobald wir einen Flughafen haben, haben wir auch Tourismus und sowas. Ist ja klar, dann kommt noch mehr Kohle rein. Aber noch gibt es nicht viel zum Anschauen auf jeden Fall. So, es sind Leute gefragt. Aber mehr Wohngebiete heißt dann auch wieder natürlich mehr, mehr gebildete Wohngebiete. Das heißt dann wiederum, wir brauchen mehr gescheite Leute, ne? Ganz ehrlich, das ist mir auch schon zu viel grün da. So, ich hau da einfach mal. Oder? Ich weiß nicht, soll ich? Ja, scheiß drauf. Ja, geh halt heulen da. So. Und da mache ich noch den Weg. Tschab. Pack. So. Nachfrage an Leuten steigt. Wie schaut's oben aus? Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, irgendwie die Feuerwehr schafft's nicht so ganz. Naja, war nur so eine Baumkolonie wahrscheinlich. Und da will auch keiner irgendwas machen, wie es ausschaut, oder? Aber klar, wir haben überhaupt absolut null Nachfrage nach Industrie. Dann ist irgendwie klar. Ja, aber es kann auch sein, weil da auch nicht so wirklich viel Wald ist, ne? Dass es ein bisschen blöd ist. Hm. Mehr gebildete Leute. Hm. Wir brauchen noch mehr Schulen. Noch ein Darlehen, geht das? Nö. 230.000. Aber wir brauchen mindestens 17.000 Einwohner. Und wir haben gerade mal 2.000. Naja. Budgetmäßig. Wirtschaft, bla bla bla. Je größer das Budget ist, desto mehr Busse stehen in der Stadt zur Verfügung. Ein höheres Budget voraussetzt, stellt Stromproduktionseinrichtungen mehr Leute an und produziert demzufolge mehr Strom. Okay.
mal 150 die Schule raufgetrieben. Und da auch mehr. Ich hoffe, jetzt geht da wenigstens ein bisschen was weiter. Also wenn die Kackschulen jetzt da nicht irgendwie anzahlen langsam. Normalbetrieb. 1250. Das ist ja nicht einmal voll, die Schule. Was ist mit denen? Warum sind die alle so dämlich in unserer Stadt? Ja, da geht das nächste Gebäude ein. Ah, ist wieder besiedelt worden. Okay, ja dann. Das kann es ja nicht sein, dass die... Aber jetzt wird's besser langsam. In der Volksschule? Ja, da, das geht. Das geht eigentlich. Aber nur eigentlich. Wirklich, in Wirklichkeit geht's nicht, aber... Ja. Okay. Na, jetzt mal wieder Zeit dafür, für so eine kleine Straße. Oh. So, da lasse ich immer zwischendrin halt ein bisschen was frei, mit der, wenn es nicht so zugebaut wird, das mache ich dann da, so in dem Bereich. Dahin versetze ich dann die ganze Großstadt und so ein Scheiß. Das sind so mehr eher die Slums quasi. Okay. Ja, da ist halt noch wirklich sehr viel grüner Platz, aber egal. Das Kackerohr, wie schaut das aus? Was? Kackerohr. Abflussrate 12, eine hohe Zahl. 120.000 Kubikmeter pro Woche. Okay. Ja, geht. Und wie viel fördert das da? Genau gleich viel, okay. Dann ist ja gut. So wie zu wenig Gebildete. Fick dich. Alter, unsere Zunahmen gehen jetzt auch komplett in den Keller. So bildungstechnisch, nein, nicht bildungstechnisch, Trottel, gesundheitstechnisch passt. Feuerwehr wie immer da unten im Arsch. Polizeitechnisch passt's. Ja, oh. Oh. Na, oh, das gibt's ja nicht. Boosttechnisch ist noch nicht so tragisch. Das können wir uns auch absolut überhaupt gar nicht leisten. Naja, meine Stimme verreckt langsam schon. Das ist toll. Ah, a delicious. Okay, dann... so. Dann kommt das noch zu Pink Cool Peach hinzu. So. Oh, was haben wir da? Da Brands. Und die Feuerwehr ist schon auf dem Weg. Sehr gut. Sehr toll ist das. Und er haltet seinen Schlauch, seinen langen, dicken Schlauch ins Feuer. Seinen Feuerwehrschlauch natürlich. Es wird gelöscht. Delicious. Und haben sie es gerettet? Jawohl. Ist es ein Wohnhaus eigentlich? Drei Haushalte. Ja. Das sind schon ziemlich fette Wohnhäuser. Unsere Stadt wächst langsam. Ich freue mich schon, wenn wir Probleme mit Smog und so bekommen. So, warum ist da eigentlich keiner? Ach so. Das ist irgendwie mehr gefragt gerade. Ja. Da kann ich vielleicht noch irgendeinen Park reinsetzen oder so ein Zeug. Obwohl, ich habe jetzt auch nicht wirklich viel Kohle, ne? Da mache ich da einfach so mal ein paar Querstraßen. Da so. Und da so, so. Und da wir Nachfrage an Wohngebieten haben, haue ich da mal Wohngebiete hin. Kaufen Sie neues Land? Noch nicht, danke. Ich habe jetzt schon genug Probleme mit dem hier. So. Eine Industrie ist ein bisschen Nachfrage. Ja, dann sollen sie da mal was bauen, ernsthaft. Oder Normalindustrie, weil das finde ich natürlich nicht so geil.
Was gibt's noch? Erzindustrie und generische Industrie. Was genau ist generisch? Das weiß ich nicht, ne? Erzindustrie. Fördern Sie Roherz aus der Erdkruste und liefern Sie es zur Weiterverarbeitung an lokale Firmen. Ja, das ist das beste Gebiet, was ich jemals gemacht habe. So. Erzindustrie. Wisst ihr was, da das mit dem mit der Naturindustrie nicht so gut funktioniert da? Einfach mal scheiß drauf. Machen wir einfach mal daraus. Ganz kurz. See, Berg, Werk. Und ich habe vergessen, Enter zu drücken. Cool. See, Berg, Werk. Enter diesmal. So. Tschüss, Grün. Jetzt machen wir da mal ein bisschen Steinförderung. Oh je, jetzt schaut das Ganze halt gleich mal viel schlimmer aus wieder da. Aber ich kann das ja nachher, wenn wir da andererseits das Gebiet. Neue Kachel. Preis 4 Millionen. Warte, ich mag zurück. Neue Dienstleistungen. Bla bla bla. Sind wir da? Kann man noch nicht machen? Ja, dann halt nicht. Stromverbrauch, Stadtrichtlinien, Bildungsschub. Warum kann ich keinen Bildungsschub machen? Ach, keine Ahnung. So, was hat der für ein Problem? Chim-Elm-Resistenz. Gebäude in gering besiedelten Wohngebiet. Ja, dann soll da doch wer hinsiedeln. Was heißt? Ich meine, wenn ich mitten in der Stadt wohne und ein Haus habe und hinter mir alles grün ist, da würde ich doch nicht meckern. What the hell? Ja, manche Leute in dem Spiel sind wirklich nicht nachvollziehbar. So, da hätte ich gern noch so einen kleinen Park. Naja, klein. Nur ohne Geld einen Park hinsetzen einfach. Scheiß drauf. So. Da mache ich vielleicht noch so ein paar Wege durch, weil das schaut ja kacke aus, wenn da einfach nur so grüne Wiese ist, finde ich. Der Baum, da ist der Baum. So. Ja, genau. So. Ach so. Kann man nicht überlagern machen. Na dann. So. Und so. Da haben wir jetzt so einen kleinen Weg. Dann kann man da noch so ein paar Bäume hinsetzen. So, dann schaut das doch alles gleich mal ein bisschen nett aus, finde ich. Große Bäume. Uiuiui. Haben wir da auch ein bisschen Grün in der Stadt auf jeden Fall. Da ein paar von denen hier. Und da drüben war auch ein ziemlich sinnloses Dingsgebiet. Das kann ich gleich mal. Da. Den Weg da an die Straße dran bauen. So. Da auch gleich eine Straße dran bauen. Und da auch gleich eine Straße dran bauen. Und auch ein paar Bäumchen. Und somit haben wir einen tollen Park. Juhu. Und das können wir jetzt auf jeder Grünfläche machen. Na toll.